Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge L22 auf Karte Deepwords mit Merlin Fabi. Hallöchen. So, jetzt sind wir weiter mit Kühle fahren. Alle Felder haben wir jetzt erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt fangen wir am nächsten Feld an. Ich glaube nicht, dass wir damit fertig wären. Ne? Gut, wir haben ja auch nicht so viel, ne? Nee. Na gut, wir können jetzt nochmal einen Tag vorspulen, aber es macht jetzt gerade auch nicht mehr fett. Ja, ja, da hast 30.000 Liter mehr. Zwei Fässer. Ja. Ne, drei, ne? Ja, drei, ja. Ne, zwei. Ja. Das ist jetzt 18.000. Das ist ja bei 36.000 dann. Also. Ja. Ne. Dafür brauchen wir keinen Tag vorspulen. Haben wir noch ein bisschen Mist? Ja. 22.000, ne? Haben wir Teile ohne Stroh gehabt, ja? Eine Weile. Wir sind ja immer noch ohne Stroh. Immer noch? Oh, wow. Ja, wir haben kein Stroh aufgefüllt. Ja, weil wir gesagt haben, wichtiger ist Futter. Ja, wegen der Reproduktion und so. Na gut, aber jetzt könnte man eigentlich wieder Strohballen ranschmeißen, hm? Ja, eigentlich schon. Das kann ich ja gleich machen. Das dauert eh noch ein bisschen hier das. Und dann Dreschen dauert auch noch eine Weile bestimmt. Ja, ich habe gerade mal einen Drescher abgetankt und hier ist eine ganze Ecke. Also. Ich bin jetzt wieder 40% voll, aber. Da zieht sich noch. Ja, das stimmt. Den anderen Feldern an hatten wir Gerste, ne? Ja. Müssen wir mal gucken, wann der beste Preis überhaupt ist. Enge Winter irgendwann. Ja. November, Januar, irgendwie sowas wahrscheinlich. Das ist ja meistens so. Das Höherbohnen, bestimmt wieder Juni oder sowas. Ne? Ja. Aber das war eigentlich ganz interessant. Ich habe letztens. Nutze immer mal wieder ChatGPT. Ja. Und da habe ich letztens nach dem Wissensstand nochmal gefragt, auf den er zurückgreifen kann. Weil bis vor einem Monat, zwei, drei oder so, konnte der nur bis 2019, glaube ich, zurückgreifen. Und da gab es LS ja noch nicht. Das heißt, der konnte ja auch natürlich die Lua-Sprache, also von den Skripten die Sprache nicht. Ja. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, ob der Skripten kann für Alice. Ja, kam dann als Antwort, ja, kann ich. Habe ich ihn einfach mal nach so einfachen Sachen gefragt. Dass der die Preise ein bisschen variabler hält, dass der das halt mehr würfelt, sag ich mal. Ja. Das Skript an sich. Ich kenne mich jetzt mit Lua Scripting nicht ganz so gut aus. Ich weiß so grob, halt weil es vom Programmieren her ähnlich ist. Aussehen muss, aber Einheiten kenne ich halt nicht. Also so grob sieht es okay aus. Hm. Aber es funktioniert halt nicht. Okay. Wird vom Spiel erkannt, wird auch geladen und alles, aber ja. Na gut, aber weiß halt nicht. Das ist schon mal viel wert, wenn es vom Spiel erkannt wird und alles und geladen. Wird erkannt, geladen, keine Fehler, nichts. Ja, aber halt auch keine Funktion. Naja, okay. Aber eigentlich ist es schon viel wert, wenn wir so sagen. Weil ich hatte dann noch was Einfacheres genommen, wie jetzt das Durchwürfeln. Dann hatte ich einfach gesagt, mach mir alle Preise einfach so, dass jeder Preis immer mal 10 genommen wird. Kannst halt am einfachsten sehen, ob das Skript dann ja läuft. Ja. Ja, aber da die Preise immer noch identisch waren wie vorher, ja. Nicht ganz so geglaubt, ja. Ja, und an dem Abend hatte ich auch ehrlich gesagt nicht so wirklich Lust, da noch irgendwas zu machen.
Na gut, wäre halt für so Kleinigkeiten wie einfach mal die Preise ein bisschen variabler zu gestalten oder sowas. Für sowas wäre das halt cool, das Skript. Das stimmt, ja. Oder so, Skripte selber machen zu können, so. Ja, einfach irgendwas, keine Ahnung. Schnell mal so machen, ne? Ja, ich weiß nicht, was man sonst machen könnte. Also ich meine, klar, du kannst dann natürlich Skripte konvertieren, wenn er das könnte. Zum Beispiel das mit den einstellbaren Spiegeln, was wir ja mal hatten. Stimmt, ja. Sowas wäre halt echt schon eine coole Aktion, aber da habe ich einmal ganz zu Anfang vom 22er habe ich die konvertiert gehabt. Ja, Da hast du konnte mir ich nur gesagt, nicht, Alter. ja, da konnte ich nur nicht speichern. Ja. Jetzt habe ich das nochmal probiert, jetzt habe ich es nicht mal mehr bis dahin geschafft. Perfekt. Also, was bedeutet das? Du bist schlechter geworden. Ne? Ja, baue ich da. Geht so nicht weiter. Also, ich habe, glaube ich, ChatGPT noch nie benutzt. Ne. Ja gut, es ist, muss aufpassen, was der für Antworten gibt. Da musst du dir das schon durchlesen und nicht einfach copy-paste, aber Ne. geht schon mal nach hinten los. Aber sonst kannst du es, also ist das eigentlich ganz cool so. Na gut, ist aber erst einfach in der Entwicklung oder in der Anfangsphase auch erst. Naja, also mittlerweile ist der aber schon ganz gut ausgereift. Ja, aber ich sag mal so, ist noch nicht so lange auf dem Markt, sag ich jetzt mal. Ja, ein Jahr jetzt knapp, glaube ich. Ne? Schon so lange? Gut, wobei man muss auch dazu sagen, ich habe nur die kostenlose Version. Da hat ja auch kein Live-Zugriff auf das Internet halt. Ach so, okay. Der besteht jetzt, der oder der lebt jetzt, sag ich mal, einfach nur in einer Datenbank und sucht da halt nach Einträgen, die übereinstimmend sind, die halt damit was zu tun haben könnten. Ja, wie viel kostet da die richtige Version oder wie auch immer? 20 Dollar im Monat. Ja, okay, schon. So, ich meine, das würde sich bestimmt irgendwie lohnen. Das Coole ist, für dich wäre das jetzt zum Beispiel cool. Du kannst dem sagen, möchtest das, das und das haben in der und der Qualität als Bild. Ach so, Also du sagst, ja. du möchtest einen Class-Mähdrescher haben in LS22-Stil mit einem 8R und einer Karre dahinter. Ne. Dann generiert er dir daraus ein Bild. Das kostet dann nochmal Aufpreis, also du bist dann bestimmt bei 30 Dollar oder Euro im Monat, die du dann dafür hinblechen müsstest, aber für sowas könnte man, oder wäre sowas halt sinnvoll, aber da ich sowas nicht nutze und nichts, würde mir die Pro-Version von beiden nichts bringen. Für einmal so ein bisschen spaßeshalber da Tüdelü, nee. Das stimmt, ja. Also ChatGPT alleine vielleicht noch, aber ich nutze es eigentlich auch. Dafür müsste ich es täglich nutzen, damit sich es wirklich lohnen würde. Ich nutze es maximal dreimal die Woche. Das ist eigentlich schon hochgerechnet. Bei Windows soll jetzt eine Art ChatGPT in Windows 11 einbauen. Also Microsoft soll das Ja, oder will das einbauen. hatte ich Opera auch sowas? Der Browser Opera? Ja, Opera hat sowas, meine ich. Ich nutze das nicht, aber Wieb benutzt das. Hm. Er vervollständigt nicht. Nicht vervollständigt er die Sätze teilweise. Aber der gibt teilweise so komische Antworten auch mit dazu dann. Okay. Oder Anfragen. Dann hast du da so Auswahlblöcke mit dabei stehen. Und dann da irgendwie noch. Ich weiß aber nicht genau, weil ich nutze Opera halt nicht. Nutze meinen Browser, da kann ich wenigstens noch mit Adblocker YouTube gucken.
Finde ich echt erstaunlich, dass einfach fast kein Adblocker mehr funktioniert für YouTube. Aber der Browser funktioniert einfach einwandfrei weiter ohne, also ohne Werbung halt. Ja. Na gut, ich muss noch sagen, bei manchen Leuten, also ich finde es ja persönlich gar nicht schlimm mit Werbung gucken, aber manche Leute übertreiben das dermaßen. Mehr Werbung. Ich finde das extremst nervig. Ich gucke halt abends immer Fern oder YouTube im Bett. Ja. Und da habe ich halt keinen Adblocker drauf, logischerweise auf dem Fire TV Stick. Und dann bist du so halb am Pennen, lässt halt einfach durchlaufen und irgendwann kommen dann halt so Dokumentationen. Das stimmt. Und ja. da hängt irgendwie so krass Werbung vor, dann hast du teilweise Werbung von 3 Minuten. Und das ist aber so komisch irgendwie dann vom Ton, dass du einfach wach wirst. Bei so einer Doku, da pennst du einfach ein und schläfst dann. Aber diese Werbung, dann kommt da so eine Reifenwerbung, die einfach, weiß ich nicht, 2 Minuten 30 geht oder so. Ja. Stellen sie ihre Reifen hier und da und die können dies und das und dann da wirst du einfach wach. Das ist sowas, was mich dann irgendwie aufregt. So diese ganz kurzen die ganz kurzen Werbungen vor diversen Let's Plays oder so. Ja. Da stört mich das nicht. Auch so weiter pennen. Ja. Manche Leute, wie gesagt, finde ich, übertreiben das dermaßen der Werbung. Das. Genau 10 und 8 Minuten, dann jede Minute gefühlte Werbung rein. Oh. Ja. Dafür lohnt es sich auch noch nicht, YouTube Premium zu kaufen. Ja. Weil dafür hast du dann wieder zu wenig Werbung. Ja. Naja, ist schon komisch. Ja, das ist so. Gut, das sieht man sehr, 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 sehr schlecht auf dem Feld. In Mistis, achso, stimmt, du hast ja da Gersten stoppeln. Ja, also das sehe ich echt, ehrlich gesagt, fast gar nicht. Ne? Also, dem ist, glaube ich, wenn ich jetzt rupere und dann den Teil dünge, hilft es mir auch nicht, oder? Weil den Rest nicht mehr siehst. Ja. Bei der Rest, nee, dann ist dann nicht mehr dunkler, weil dann ja umgewühlt hast. Und wie sieht es bei dir aus? Hälfte geschafft? Bin fast fertig. Ui. Hab noch, ich würde sagen 6-7 Bahnen. Maximal. Ah, okay. Geht richtig vorwärts. Merkt das schon, ja. Gut, gut. So, jetzt hol ich schon mal Glück. So. Ich werde das jetzt nur abschätzen, wo ich schon war und wo ich nicht war, ne? Das ist eigentlich eine coole Sache an Precision Farming.
Ja, das siehst du unten auf der Map. Erstens das und zweitens schaltet er, wenn du automatische Düngung, okay, das geht jetzt natürlich nicht, wenn du dann sagst, okay, du düngst mit dem nur die Hälfte und düngst dann noch mit Mineraldünger nach. Wenn du jetzt natürlich voll damit düngst, dann schaltet er natürlich automatisch ab. Sobald er zu so und so viel Prozent mit seiner Arbeitsbreite auf bereits, ja, okayen Boden kommt, sagt er dann einfach, okay, jetzt ist es aus. Ja. Allerdings, dann muss auch alle zwei Ernten kalken. Ja, okay. Außer du machst Sojabohnen. Sojabohnen brauchen keinen Kalk. Hä? Also auf der Map? Ja. Sehen die Felder sehr interessant aus. Mit welchen Filtern an? mit Bodenbeschaffenheit und muss gewalzt werden aus. Bodenbeschaffenheit gewalzt werden aus. Also jetzt mal, das Feld 8 sah schon geschickt komisch aus und das andere Feld auch, Feld 7. Ja, das sind so... Hä? Hä? Mach mal das da weg. Ah! Ich topf ein Licht auf. Jetzt sieht das wieder besser aus. Hä? Der Anhänger ist voll. Hä? Feld 18 sieht auch sehr, sehr gut aus, wenn man Muskelwasser dann ausstellt. Guck da einfach nicht zu genau hin. Ja, mal schon. So, los geht's, nächstes Feld. Hoi. Ich bin fertig mit Messfahren. Gut, aber meine Freunde, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn euch die Folge von Skin Domchen nach, schaut auf jeden Fall das nächste Mal vorbei. Bis dann, haben Traumhaften Tag und ja, ciao. Tschüss.